Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Heute wieder mal bei Josef Grills machen wir ein XXL Porterhouse Steak. Und zwar werden wir es niedergaren bzw. rosa braten. Dafür haben wir ein Meter, ja, ein Thermometer sozusagen. Es gibt noch einen Dip, rote Chili, gelbe Chili, grüne Chili. Dazu kommt Schnittlauch schon vorgeschnitten, Oregano, Rosmarin, Knoblauch, Olivenöl. Am Ende dürfen wir natürlich nicht vergessen, es darf wieder Salz regnen auf das schöne Porterhouse Steak. Porterhouse Steak, was ist überhaupt ein Porterhouse Steak? Aus was besteht ein Porterhouse Steak? Das Besondere an Porterhouse Steak ist, bevor ich das erzähle, guckt euch mal diesen Subhanallah crazy Qualität an, ja. Einfach Baba. Bei Josefs Bio Porterhouse bestellen, Leute. Könnt ihr nichts falsch machen. Die Besonderheit des Porterhouse ist es, dass es ein Rückenstück ist. Und zwar, ihr seht ja, dieses Rückenknochen. Die rechte Seite, wie ihr es erkennen könnt, ist der Roastbeef-Bereich. Und zwar hier, der linke Bereich, ist das Filetstück, das Herzstück des Rindes. Dafür haben wir ja schon ein Video gedreht, für ein Nusra Tenderloin-Video. Ja, lass mal ein bisschen Liebe da. Was ist der Unterschied zwischen Porterhouse und T-Bone Steak? Der Unterschied schlechthin ist, dass der Filetanteil bei diesem Rückenstück eher geringer und kleiner ist. Das heißt, haben wir eher die Seite vom Filetkopf und hier eher die Filetspitze oder das mittlere Stück. Darüber hinaus ist hier der mittlere Knochen, also dieser T-Knochen sozusagen, ein bisschen prägnanter. Aus diesem Grund ist das T-Bone Steak, wie ihr hier sehen könnt, und das Porterhouse Steak. Wir haben heute ein 1,7 Kilo Porterhouse Steak für euch. Normalerweise, wenn ihr sie bei uns bestellt, kriegt ihr sie zweimal knapp 500 bzw. 600 Gramm. Jeweils 2 bis 3 Portionen sind es. Ihr wisst ja, bei uns bei Josefs Bio, wir stehen auf das Wort bzw. auch die Realität intermuskuläre Marmorierung. Ihr seht es ja einfach, Baba-like. Darüber hinaus, dieses Stück kann man sagen, Porsche S-Klasse unter den Fleischstücken. Wenn man sich das mal gönnt, will man fast kein anderes Fleisch mehr essen. Denn die 2 besten Fleischstücke, Roastbeef und Filet, sind hier vereint. Wenn das schöne Ding, was ihr hier seht, mindestens 20 Tage am Knochen reift, so hängt im Kühlhaus bzw. im Dry-Ager, dann ist das einfach Baba. Und ihr seht schon ja die ersten Anzeichen vom Dry-Ager. Ja, das ist trocken, ist das Fleisch an der Seite. Die erste Kruste hat sie sozusagen gebildet. Deswegen, das Ding ist so zart, man könnte einfach mal reinbeißen, Leute. Ansonsten macht es gar keinen Sinn, das im frischen Zustand zu genießen. Es ist trotzdem ein bisschen labbrig und hat nicht diesen schönen, aromatischen, nussigen Geschmack. Aus diesem Grund, egal ob ihr sie bei Josefs Bio oder bei dem Metzger eures Vertrauens bestellt, mindestens 20 bis 30 Tage abgehangenes Porterhouse Steak wollt ihr haben. Auf geht's ins Eingemachte. Als nächstes kommen wir zu unserem Dip als Beilage. Rote Chili, gelbe Chili, grüne Chili. Alter Leute, was habt ihr gemacht? Meine Jungs haben es vorbereitet. Chili, Chili, Chili. Wollt ihr uns verbrennen hier? Auf jeden Fall dazu kommt einmal Oregano, Schnittlauch, ein bisschen Rosmarin, Thymian sehe ich gerade, Knoblauch, Olivenöl darf man nicht vergessen und natürlich Salz. Gleich wird es Salz regnen auf das wunderbare, krasse, geile Fleischstück. Auf jeden Fall ganz wichtig, Leute, bei Fleisch darf man kein Jodsalz oder ähnliches benutzen. Ganz wichtig, Kristall- bzw. Steinsalz, Alpensalz benutzen am besten aus Bayern. Wie schon angekündigt, machen wir unseren Dip. Wir machen ganz, ganz wenig Salz noch dazu. Ganz wenig aber. Nicht so viel, weil Salz ist für unseren wunderbaren, krassen Porterhouse Steak gedacht. Jetzt noch zum Schluss unser Olivenöl. Nachdem wir unseren Dip sozusagen vorbereitet haben, der kommt gleich in den Grill, aber vorher tun wir unser Porterhouse Steak, unser geniales Porterhouse Steak, kurz anritzen an den Seiten. Dieses Fett hier, was ihr seht, das sollte auch dranbleiben, weil später, wenn es so ein bisschen anfängt zu schmelzen im Grill oder wenn ihr es zu Hause auch im Backofen macht, wird das Steak bzw. das Stück, egal ob ihr das Roastbeef macht oder so ein Porterhouse oder ein T-Bone Steak, viel aromatischer als vorher. Fett ist Geschmacksverstärker! Assalamu alaikum, Bruder. Alaikum salam. Hast du die Ware da? Hier ist die Ware. Eins A Qualität.
1A-Qualität. So Leute, jetzt sind wir wieder am Grill. Wir werden unseren Porterhouse Steak jeweils an jeder Seite und jeder Ecke kurz angrillen, anbraten, damit wir eine schöne, krasse Kruste bekommen. Und später tun wir das hier im Grill niedergaren auf 54 bis 57 Grad. Temperatur runter im Kern, machen wir den Thermometer rein und versuchen es ganz langsam niederzugaren. Dafür brauchen wir eine niedrigere Temperatur und zwar am besten so 120 Grad soll der Grill sein. Guckt, dass ihr den runterdreht. Das geht mit dem Big Green Hacks bzw. auch Keramikgrills, egal welcher Marke. Hört ihr das schön brutzeln, Leute? Genau das wollen wir haben. Mmh, sehr schön. Hier ist es ganz wichtig, Leute, dass wir versuchen, knapp eine Minute pro Seite zu grillen. Yo, subhanallah, guckt euch das wunderschöne Stück mal an. So, jetzt wieder mal mit den Handschuhen reingehen. So Leute, jetzt haben wir es an jeder Seite einmal schön angegrillt. Jetzt legen wir den Meter schon rein. Dabei ist ganz wichtig, dass ihr nicht zu nah an dem Knochen dran seid, weil der Knochen ist länger kalt als das Fleisch. Das verfälscht das Ergebnis. Daher passt bitte auf, dass ihr nicht so tief zum Knochen geht. Deswegen einmal hier. Genau, perfekt. Sind wir jetzt drin. Und jetzt geht es zurück in den Grill. Und wir werden das jetzt niedergaren. Also Leute, knapp 45 Minuten, 50 Minuten glaube ich war das, ne? Jetzt im Big Connect drin. Wir haben einen Mieter drin gehabt, der hat jetzt laut Mieter 56 Grad Kerntemperatur. Das heißt, es müsste jetzt komplett rosa gegart sein. Wir schauen mal, ob der Mieter tatsächlich das macht, was er machen sollte. Deswegen schneiden wir das jetzt mal an. Einmal von der rechten Seite, einmal von der linken Seite mit diesem wunderschönen japanischen Messer. Ganz wichtig bei so einem Stück, sei es T-Bone oder sei es Porterhouse oder sei es auch nur ein Ribsteak, immer entlang am Knochen schneiden. Das ist ganz, ganz wichtig. Saftige, wunderbare Steaker, ne? Ja, das ist das Roastbeef, jetzt kommt gleich das Filet. Das ist das Tenderloin-Stück, guck dir das mal an, das rosa gegarte Filet. Wallahi billahi, ich lüge euch nicht an. Zart wie Butter. So Leute, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Wir sind fertig mit unserem Gericht. Wie gesagt, haben wir noch unser Dip vorher angegrillt, schön warm gemacht. Natürlich kann man auch das Porterhouse Steak komplett ohne Dip und ohne irgendwas essen. Vielen lieben Dank, euer Josef. Bleibt dran. Nächste Woche Sonntag, 19 Uhr. Nicht vergessen, nicht verpassen. Glocke aktivieren, kommentieren, kommentieren, kommentieren. Liken, liken, liken. Da draußen an die Community. Ich liebe euch. Salam alaikum.